19 Uhr, herzlich willkommen zum politischen Bildungsforum der Konrad-Adenauer-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern. Wir senden live aus der Grubenstraße in Rostock. Herzlich willkommen auch unsere heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Mirsch. Wir haben ein Thema, von dem ich leider überhaupt keine oder nur sehr wenig Ahnung habe. Wir haben sehr intensiv schon vordiskutiert. Es geht um Bio, es geht um Biosiegel, es geht um fairen und regionalen Handel. Da wollen wir uns heute so ein bisschen durchkämpfen. Frau Dr. Mirsch, Sie kommen von der Insel Rügen, haben Sie vorhin erzählt, Sport getrieben, haben studiert, sind promoviert. Aber vielleicht können Sie sich bitte ein wenig selbst vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Ja, gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Und wie kriegen Sie da schon durch das Thema? Das ist freundlich. Sie sind ja auch Konsument. Also Sie nutzen die Produkte ja auch. Wie man sieht, auch ein sehr intensiver Konsument. Genau, also ich habe mich schon sehr früh für Ernährung und auch Gesundheit sehr interessiert. Und für mich stand eigentlich ziemlich schnell fest, dass ich irgendwas in die Richtung machen möchte. Und habe dann mich für das Ökotrophologie-Studium entschieden. Also Ökotrophologie steht für Haushalt und Ernährungswissenschaften. Und bin dann nach Kiel gegangen dafür. Und habe dann auch im Studium schnell festgestellt, so klassisch nur Studium und dann fertig wollte ich auch nicht. Ich wollte doch mich noch ein bisschen tiefgründiger mit der Materie auseinandersetzen und habe deswegen dann auch promoviert, und zwar zum Thema Nahrungsentzug. Also genau das Gegenteil von dem, was wir hier in Deutschland viel praktizieren. Und genau, und dann bin ich auch der Forschung noch danach ein bisschen treu geblieben, habe in verschiedenen Arbeitsgruppen gearbeitet, also Krebsforschung habe ich ein bisschen gemacht, Stammzellforschung, aber auch Humanstudien habe ich mit betreut, also ganz viele verschiedene Themen. Kann ich einmal dazwischen fragen, ja. also das haben wir vorher nicht besprochen, Nahrungsentzug, worum ging es denn in der Arbeit? Na, es war eine sehr theoretische Arbeit, also Grundlagenforschung, also ich habe Würmern auf Diät gesetzt, also ihnen Nahrung entzogen und habe geschaut, was dann passiert. Und das wichtigste Ergebnis, was nicht auf meinem Mist gewachsen ist sozusagen, sondern was auch schon viele andere Forscher rausbekommen haben, bei auch anderen Tieren, dass Nahrungsentzug lebensverlängernd wirkt. Okay, also Art Fasten. Genau, Fasten bei Würmern. Genau, Fasten bei Würmern, aber auch bei Primaten, bei Mäusen wirkt immer lebensverlängernd. Mhm. Und auch bei Menschen weiß man, dass gerade man kann da natürlich nicht so eine Studien machen, das ist nicht erlaubt, aber man weiß, dass die Hungermonate nach dem Krieg oder so, dass man da, wenn man da die Studien auswertet oder auch die Ergebnisse, dass die Leute auch teilweise länger leben dann. Also es scheint sich bei Menschen auch so durchzusetzen. Okay, gut, ich meine, da spielt möglicherweise auch noch die psychische Belastung nach dem Krieg eine Rolle. Hungern und Fasten ist ja auch nicht das Gleiche. Okay. Genau, okay. Das gibt es ja auch. Gut, jetzt sind wir ganz sogar vom Thema weggekommen, aber natürlich auch sehr spannend. Sie haben ein Ernährungsinstitut auf der Insel Rügen. Was machen Sie dort? Genau, also ich habe dann nach der Forschung noch kurz im Marketingbereich gearbeitet und habe dann jetzt auch erst dieses Jahr den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, weil ich halt einfach wollte, dass das Thema Ernährung mehr in den Köpfen der Menschen ankommt und sozusagen auch die Gesundheitskompetenz einfach gestärkt wird. Also ich schreibe Texte für Verbände, aber auch für Unternehmen. Ich biete Ernährungsberatung an oder auch arbeite als Dozentin und mache sozusagen Weiterbildung in dem Bereich. Also man kann Sie auch privat buchen, einmal die Ernährung, die man zu Hause hat, also die Lebensmittel testen zu lassen oder prüfen zu lassen, was man dort verändern kann. Genau. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und wäre möglicherweise auch mal was für mich. wir wollen aber heute über Bio reden. Ja. Im Vorgespräch haben Sie erzählt, dass es dieses Bio-Siegel seit 20 Jahren gibt. Genau. Wie ist die Genese, wie ist die Geschichte, wie ist es dazu gekommen, dass so ein Siegel eingeführt wurde? Genau, da muss man noch ein bisschen mehr ausholen, weil das Bio Siegel gibt es zwar erst 20 Jahre, aber die Verordnung dafür, dass wir ökologische Lebensmittel erzeugen wollen, also Lebensmittel mit einem höheren Standard, diese Verordnung gibt es schon seit 1992. Und weil wahrscheinlich der Verbraucher aber nicht mitbekommen hat, dass das jetzt besondere Produkte sind, die halt einfach einen höheren Herstellungsstandard haben, hat man dann halt in Deutschland dieses Bio-Siegel eingeführt, was wir einmal hier auf der Verpackung sehen. Das ist das deutsche Biosiegel, das ist sozusagen dieses sechseckige
Emblem mit Bio drauf. Das gibt es seit 1992? Nein, das gibt es seit 2001, aber okay. Die rechtlichen Vorschriften gibt es seit 1992. Okay. Aber damit der Verbraucher auf einen Blick halt erkennen kann, dass das jetzt ein Bio-Produkt ist, haben sie halt dieses Siegel eingeführt. Mhm. Das ist auch das deutsche Siegel, muss man dazu sagen. Es gibt nämlich noch ein zweites und das ist das europäische Siegel. Mhm. Sind die Deutschen in dieser... In dieser Verordnungsphase, sind Sie dort führend gewesen oder sind wir da so ein wenig hinterher? Ich glaube, das war auch schon auf EU-Ebene, also gar ja? nicht, ob die Deutschen, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, ob wir da federführend waren. Aber wir haben auf jeden Fall dieses Emblem oder dieses Siegel eher eingeführt. Die EU hat das erst, glaube ich, 2010 oder 2011 nachgezogen. Wenn ich jetzt diese, wir wollen nachher auf diese ganzen Produkte hier eingehen, wenn ich aber auf diese beiden Siegel jetzt eingehe, auf das deutsche und auf das europäische, also ich muss ganz ehrlich gestehen, als Sie mir vorhin die ganzen Siegel gezeigt haben, ich habe da nie drauf geachtet. Kann man sagen, dass das eine Siegel höherwertiger ist als das andere? Nee, das bedeutet eigentlich nur das Gleiche. Die EU hat sozusagen dieses EU-Siegel eingeführt, damit auch in anderen also europaweit das gleiche Siegel zu erkennen ist. Und das ist sozusagen nur in Deutschland gültig. Ja. Und der Hersteller müsste es auch gar nicht raufschreiben. Es würde sozusagen das reichen. Aber weil er wahrscheinlich denkt, der Konsument hat sich schon eher an dieses Siegel gewöhnt, machen viele Hersteller beide Siegel drauf. Mhm. Wie bekommt man so ein Siegel? Was muss dort passieren? Also der Lebensmittelhersteller muss sich zertifizieren lassen. Das ist, glaube ich, ein relativ aufwendiger Prozess. Genau stecke ich da auch nicht drin in diesem Verfahren. Aber es ist ja sozusagen, die EU-Öko-Verordnung hat ja gewisse Vorgaben, zum Beispiel, dass keine chemischen Pflanzenschutzmittel beim Anbau von Pflanzen eingesetzt werden dürfen oder dass auch keine Stickstoffdünger zum Beispiel eingesetzt werden dürfen. Bei der Tierhaltung versucht man halt natürlich artgerechter die Tiere zu halten. Und wenn man verarbeitete Bio-Lebensmittel anbietet, dann müssen die natürlich auch größtenteils aus die Zutaten auch im Bio-Anbau hergestellt worden sein. Das klingt so, dass das Bio eigentlich, wenn es ist ja, ja, es klingt ja immer positiv, Bio, ne? Ist das dann tatsächlich auch immer besser oder gibt es bei Bio auch Nachteile? Also jedes Produkt hat irgendwo auch Nachteile sozusagen. Was viele Konsumenten vergessen, dass natürlich auch Bioprodukte Massentierhaltung ist. Also es ist jetzt nicht so, dass bei einem Bio-Fleisch nur eine Henne im Stall saß oder sowas. Ne? Auch ich glaube, bei Hennen sind es immer noch 3000 Hennen im Stall, die erlaubt sind. Ich weiß, bei konventionell, glaube ich, sind es 6000 pro Stall maximal oder so. Also da weiß ich die Zahl nicht genau. Ja. Es sind deutlich weniger, aber es ist trotzdem auch noch Massentierhaltung. Es ist nicht so, dass alle auf der Weide stehen. Okay, und dann gehen wir mal von den Hühnern weg, weil das dann vielleicht, lassen Sie uns mal diese Milchprodukte hier anschauen. Mhm. Also erstmal habe ich ja gestaunt, also Sie kaufen auch reduzierte Milch, aber das ist wahrscheinlich auch nur ein Zufall, das hat ja mit dem Händler zu tun. Ja. Also es ist eigentlich verblüffend, wie viel Siegel es hier drauf gibt und wie viele unterschiedliche Sorten Milch es scheinbar gibt. Genau. Vielleicht stellen Sie uns mal einfach die Unterschiede bitte vor. Genau, also das wollte ich halt auch einfach zeigen. Es gibt halt nicht nur Bioprodukte und konventionelle Produkte, sondern wir haben halt auch noch viel dazwischen. Also finde ich, bei Milch ist es noch besonders schlimm. Da haben wir halt ganz viele verschiedene Produkte. Ich fange mal einfach mit, sag ich mal, der klassischen Biomilch an, wo wir auch, wie man sieht es ja, eine ganze Latte an Siegeln haben. Da haben wir das Siegel, was ich eben vorgestellt habe, mit dem das sechseckige Bio-Siegel. Dann haben wir Naturland. Naturland ist ein Bio-Verband, der höhere Bio-Standards noch hat. Mhm. Also es ist aber nicht rechtlich abgesichert, sondern dieser Verband hat sich Kriterien überlegt, die deutlich über der Bio-Öko-Verordnung liegen und die teilnehmenden Hersteller, wenn sie dieses Siegel haben wollen, müssen sich halt diesen Kriterien unterwerfen sozusagen. Es gibt Naturland, ich weiß nicht, Demeter haben schon viele schon mal gehört, ist auch so ein Bioverband. Gibt es schon eine ganze Zeit, ne? Gibt es also, glaube ich, sogar schon im Dritten Reich, ne? Ja, das ist ziemlich alt. Ich meine, das ist ziemlich alt. Ich will, korrigiere mich gerne, aber ich meine, es ist sehr, sehr alt. Genau, also es gibt verschiedene Verbände, das wäre dann sozusagen das Siegel von denen.
Für mehr Tierwohl ist jetzt, sieht aus wie ein Emblem, ist aber jetzt eigentlich nicht irgendwie rechtlich irgendwie ein Hintergrund, sondern einfach hier einfach optisch sozusagen oder künstlerisch so dargestellt. Ohne Gentechnik ist auch ein Siegel, was aber in diesem Fall eigentlich zusätzlich nur ist, weil Bio heißt eigentlich, dass man keine Gentechnik einsetzt. Also, was ich jetzt nicht verstehe, also diese ganzen Siegel jetzt hier, ja. Welche sind jetzt staatlich zertifiziert? Das ist staatlich zertifiziert, das Bio-Siegel. Das sind halt die Bio-Verbände. Das ist nur, ja, ich stehe für mehr Tierwohl, aber es steht nichts dahinter. Und das ist, glaube ich, auch also da steht auch eine, ich weiß nicht genau, ob es staatlich zertifiziert ist oder auch ein Verband dahinter steht, aber es ist in diesem Fall eigentlich überflüssig, weil es hier mit drin steckt. Also in der Bio-Verordnung dürfen eigentlich das hochwertigste ist Siegel das. Ist dieses hier. Ja, genau. Ja? Und warum sind denn die alle noch mit drauf? Na, hochwertig, wenn ich mich als Verbraucher auskenne, weiß ich, dass das noch mehr Standards, also noch bessere Tierhaltungsbedingungen, noch bessere Herstellungsbedingungen sind. Mhm. Aber es ist nicht rechtlich abgesichert. Mhm, mhm. Das ist also, ist der Hersteller dieses Produktes, ist er gezwungen, dieses Siegel raufzumachen oder macht er es freiwillig? Oder? Na, wenn er es als Biomilch verkaufen will, dann ist er gezwungen, also nicht das, sondern halt dieses hier, ne? Dazu ist er gezwungen. Das ist das, genau. Ist das, was er muss und das die anderen Siegel, die gehen eben ein Stückchen noch über das hinaus. Okay. Genau, okay. Man hat auch hier, man kann auch, stehen hier auch einige Infos drauf. Also es ist nicht so, dass, weil wahrscheinlich auch die Hersteller festgestellt haben, dass Verbraucher das gar nicht alles überschauen können. Also man findet also gerade bei Milch auch viele Infos auf der Verpackung drauf. Mhm. Gut, wenn wir diese vier Produkte einmal sehen, ist das das hochwertigste Produkt? Nö, also ja, vielleicht gehen wir es einfach mal durch, dann wird es vielleicht offensichtlich. Wir stellen das mal so zur Seite hier und dann schiebe ich die mal rüber. Genau, ja? Dann haben wir, kommen wir mal zu der Heumilch. Heumilch ist sozusagen eine traditionelle Bezeichnung, weil es auf das traditionelle Verfahren zurückgeht. Ne? Also das ist auch rechtlich geschützt über die EU und zwar über dieses Siegel hier. Da steht drauf, garantiert traditionelle Spezialität. Und das bedeutet, so wie wir uns das vorstellen, die Kühe stehen im Sommer auf den Weiden und bekommen oder essen Gras und Kräuter und im Winter vielleicht dann nicht mehr so viel auf den Weiden, sondern auch mal im Stall und bekommen dann auch Getreide und Kraftfutter und auch Heu. So getrocknet. Aber kein Silage. Also das steht auch hier auf den Packungen wieder drauf, dass da zum Beispiel keine Silage erlaubt ist. Diese Milch hier hat dieses Siegel nicht? Nee, genau. Okay. Und aus Studien weiß man, dass das, was die Tiere zu essen bekommen, natürlich sich auch in der Milch niederschlägt sozusagen. Mhm. Und gerade Tiere, die sehr viel Gras oder Heu bekommen haben, die haben mehr gesunde Fettsäuren in der Milch drin. Und je länger oder ja, je mehr sie dann halt von dem Gras bekommen, desto mehr von diesen Fettsäuren ist drin. Okay, gut. Und da hat die Heumilch sehr gut abgeschnitten, insgesamt bei diesen Studien, weil sie halt, weil die Tiere halt wirklich viel Heu oder Gras bekommen haben und dann einen hohen Gehalt von diesen guten Fettsäuren haben. Also ist das möglicherweise hier höherwertiger? Genau. Das ist in diesem Fall auch eine Biomilch. Ja. Steht auch wieder Bio drauf und wir haben auch das EU-Siegel. Das ist jetzt auch mal ein Produkt, wo wir nur dieses eine Siegel haben. Ne? Der Hersteller hat das deutsche Siegel nicht. Aber er hat, das fällt mir gerade auf, Bioland ist auch wieder ein Bioverband. Ja, worüber wir auch natürlich in diesem Zusammenhang so ein bisschen mitreden müssen, ist immer regional. Ja. Wo kommt diese Milch jetzt her? Kommt das die aus ist auch besonders aus dieser, das Tolle an dieser Milch, die ist auch noch aus, also die Gläserne Molkerei hat zwei Standorte und zwar in Brandenburg und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm, mh. Und sie ist die erste Molkerei, die sich dieses Verfahren zertifizieren lassen hat, also dieses Heumilch. Diese akzeptieren bei der EU. Gibt es diese Milch dann auch in Bayern? Das ist eine gute Frage. Oder in Italien? Also ich bin mir sicher, dass es vielleicht deutschlandweit angeboten wird. Vielleicht nicht
überall in jedem Supermarkt, aber vielleicht in speziell. Aber ich weiß es nicht genau. Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Genau. Gut, dann machen wir mal das nächste Produkt. Genau, dann haben wir hier zwei Produkte, beides mal Weidemilch. Einmal als klassische, also nicht Bio, und einmal als Bio. Das ist die Milch, die ich also kaufe. Also das ist die ich meist. Nein, da steht gar, da steht Milch drauf. Bei mir steht Milch drauf, ja. Genau, aber Weidemilch ist auch schon wieder was anderes. Okay, genau. Okay. Bei Weidemilch ist aber im Gegensatz zu Heumilch, ist das nicht rechtlich irgendwie geschützt oder irgendwie geregelt. Die Hersteller haben sich verpflichtet, gewisse Bedingungen einzuhalten. Es steht hier auch auf der Verpackung wieder drauf. Hier steht zum Beispiel drauf, mindestens 120 Tage im Jahr müssen die Tiere auf der Weide stehen und davon mindestens 6 Stunden. Das ist aber nicht vom Gesetzgeber so vorgegeben, sondern da haben sich die Hersteller darauf geeinigt. Wenn sie sich darauf geeinigt haben, muss es auch jemand kontrollieren? Ja, der Hersteller selber wahrscheinlich. Der Hersteller selber, also keine staatliche Institution. Genau. Okay. Wir haben hier nochmal ein besonderes Label. Das ist vom Deutschen Tierschutzbund für mehr Tierschutz. Und die haben halt Vorgaben, die stehen auch hier wieder drauf. Und die werden dann natürlich auch vom Tierschutzbund überprüft oder kontrolliert. Und da weiß man aber aus Studien, dass diese Weidemilch, da kommt es natürlich darauf an, ob das Tier gerade auf der Weide stand oder nicht. Wenn die im Winter fast nie auf der Weide steht, dann sind da natürlich auch diese gesunden Fettsäuren auch nicht höher drin als in einer klassischen Milch. Okay. Und man weiß auch aus Studien, dass gerade bei Weidemilch auch der Zusatz Bio-Weidemilch da den Unterschied macht. Dass anscheinend gerade die Bio-Weidemilch doch eher einen höheren Anteil an gesunden Fettsäuren hat als die klassische Weidemilch. Weil, was ist mit dieser Bio-Weidemilch jetzt? Wahrscheinlich, weil die Tiere dann doch nochmal wieder besser gefüttert werden, weil sie doch anderes Futter vielleicht in der Zeit, wo sie nicht auf der Weide stehen, das kann ich nicht so genau sagen. Genau. Bevor wir jetzt also noch auf andere Sachen eingehen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Verpackung. Es hat sich ja hier durchgesetzt, diese viereckige Form, möglicherweise, weil sie besser zu stapeln geht oder was weiß ich. Wenn man sich das Papier hier einmal anschaut, das scheint irgendwie eine andere Pappe zu sein, ne? Oder? Also hier zeigen Sie auch, dass man anscheinend nur so eine Schicht drüber gemacht hat und dass das Rest auch aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen wurde. Genau. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass zum Beispiel bei dem Produkt aus der gläsernen Molkerei, dass diese Milch auch aus der gläsernen Molkerei kommt. Das kann man hier lesen, und zwar hergestellt von der gläsernen Molkerei. Also dass viele Produkte halt sozusagen auch anders, also das ist halt ja ein Rewe-Produkt und Rewe kauft sich die Milch halt dann oder dieses Produkt über die gläserne Molkerei. Also dass häufig nicht die Verbraucher erkennen, dass da auch die Markenhersteller häufig hinterstecken. Herr Frommisch, wenn wir uns jetzt mal nur diese vier Produkte anschauen und nun erklärt uns das eine Doktorin, was überhaupt alles zu entnehmen wird. Und wenn ich eben mein Einkaufsverhalten sehe, also ich gehe, ich weiß, ich muss Milch kaufen, ich möchte wenigstens Milch haben, die über 3% hat. Und dann gehe ich natürlich nach dem Preis. Ja. Dieser ganze Siegelwahn, ist das nicht eigentlich viel zu viel für den Konsumenten? Ja, es ist viel zu viel, genau. Also der sieht nicht mehr durch und kann sich wahrscheinlich schwer entscheiden. Vielleicht kann man es ja ganz einfach runterbrechen, indem man sagt, okay, der Konsument, also es ist ja immer wichtig, was möchte der Konsument? Möchte ich jetzt meiner Gesundheit etwas Gutes tun? Dann wird es vielleicht schwieriger. Aber wenn ich jetzt dem Klima oder auch den Tieren etwas Gutes tun will, dann ist ja Bio schon mal ein Anfang. Ich weiß, viele Kritiker sagen, Bio geht noch nicht weit genug. Es ist trotzdem Massentierhaltung oder es ist trotzdem noch nicht da, wo man vielleicht als Gesellschaft hin will. Aber wenn ich sage, ich möchte Tiere unterstützen, dann kaufe ich eher die Biomilch als das konventionelle Produkt. Ja, aber Bio und Klima, das ist ja auch nicht, es gibt ja dort ja auch Nachteile dann, wenn wir jetzt eben ganz und gar auf Bio umstellen würden oder nicht? Ja, also Studien zeigen, dass auch die Treibhausgase pro
erzeugtes Produkt auch nicht besser sind als jetzt beim konventionellen Produkt. Aber dann kommen wir auch ganz schnell in diese Diskussion, dass die Tierhaltung generell ja ein Klimaschädling ist. Ne? Also dass wir ja mit unserer Tierhaltung sehr viel Treibhausgase generell erzeugen, egal ob es bio oder konventionell ist. Mhm. Gut, wir kommen auf die anderen Produkte auch noch zu sprechen, aber welche, können Sie sich erinnern, welche Milch am teuersten war? Ungefähr? Die war die günstigste, weil sie im Angebot war. Gut, das ist klar. Gut, okay. Ich glaube schon, dass auch von der Gläsernen Molkerei. Ja, okay. Mhm. Aber und was vielleicht viele vielleicht auch nicht mögen, die ist nicht homogenisiert, ne? Die rahmt auf. Aber es ist halt traditionelles Herstellungsverfahren. Aber es hält sich dann auch nicht so lange, ne? Genau, man muss da ein bisschen aufpassen dann, ja. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Wir stellen die mal ein bisschen in den dekorativen Hintergrund. Ja. Sie haben uns einmal Äpfel mitgebracht. Genau. Was ist jetzt an diesen Äpfeln das Besondere? Genau, wir haben ja auch im Titel das Thema regional. Das ist auch so ein schwieriges Thema, weil man wirklich sagen muss, regional ist gar nicht rechtlich irgendwie geschützt, der Begriff. Es gibt einen unabhängigen Verein, der so dieses Regionalfenster entworfen hat, wo dann die Rohstoffe draufstehen, wo es verarbeitet wurde und halt das Prüflabor. Mhm, aber es ist halt nicht vom Gesetzgeber irgendwie vorgegeben. Mhm. Und diese Äpfel, die habe ich jetzt auf Rügen gekauft, aber die kommen auch aus Niedersachsen, also jetzt nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Also ist die Regionalität etwas weiter gefasst? Genau, das ist auch die Kritik häufig an diesem Regionalbegriff oder auch an diesem Regionalfenster. Aber ich finde es als Verbraucher schön, dass man halt Informationen bekommt, die sonst gar nicht draufstehen würden. Also ich weiß jetzt, okay, die Äpfel kommen aus Deutschland, würde ich vielleicht noch irgendwo hier sehen, dass sie aus Deutschland kommen, auf der Verpackung so, aber ich weiß jetzt, wo sie in Deutschland abgepackt wurden. Ja, aber nur abgepackt. Nee, und auch die Rohstoffe. Also die Äpfel kommen aus, also die Rohstoffe müssen bei dem Emblem auch drauf sein. Okay, was ist dieses hier? Das ist einfach auch nur noch so... Das ist auch ein Siegel, aber es ist ein Rewe-Siegel, habe ich heute sogar nochmal nachgeschaut. Also ja. Es hat Rewe selber entwickelt sozusagen. Aha, okay. Und setzt sich dann halt auch für ökologische Belange ein und genau. Okay, gut, danke schön. Ich habe noch mal, genau, auch noch hier auch mal das Regionalfenster mitgebracht für Tomaten. Und hier sieht man dann auch schön, okay, das sind Tomaten aus Brandenburg. Das finde ich doch, ist doch schon mal eine Info. Sind sie in Brandenburg abgepackt oder? Nein, das sind die Tomaten aus Brandenburg und sie sind dann natürlich auch in Brandenburg abgepackt worden in der Werder. Okay. Genau. Was ist mit dem Blattspinat? Das ist ein Bio-Blattspinat. Und hier steht jetzt aber drauf, ja, hergestellt, oder ne, steht da aus Mecklenburg-Vorpommern. Da ist auch das Bio. Genau. Das sind beides. Beide drauf, genau. Das sind die Siegel, die quasi von der EU. Genau, vorgegeben sind. Aber jetzt hat der Hersteller das draufgestellt, aber es wurde ja nicht überprüft. Also steht jetzt drauf aus Mecklenburg-Vorpommern, aber ich muss jetzt dem Hersteller vertrauen. Hier weiß ich zumindest, es ist auch überprüft worden, dass es wirklich nur Äpfel aus Brandenburg sind. Und die Äpfel aus Brandenburg haben aber nicht das Bio-Siegel, weil sie keine Bio-Äpfel sind. Nee, genau. Was müsste sein, dass mit einem Apfel Bio ist? Ach, der darf nicht gespritzt werden und sowas alles klar. Gut. Genau, das sind. Wir hatten im Vorgespräch noch ein schönes Beispiel, das findet sich bei mir zu Hause im Kühlschrank ganz häufig, mit dem Schinken. Ja. Da war auch vollkommen unklar, wo das Fleisch herkommt. Das muss einer. Genau, da erzähle ich nochmal. Und zwar regional, wenn man das regional als Regionalbegriff fasst, hat die EU zwei Siegel, wo es um die Herkunft der Produkte geht. Und da haben wir einmal, jetzt muss ich mal gucken, das sieht so aus. Das ist dieses Gelbe mit Blau. Das sieht ja so ein bisschen nach EU aus. Und zwar ist das einfachere Siegel, was weniger Standards hat. Und dann haben wir das gleiche nochmal in Rot, was höhere Standards hat. Mhm. Und das bedeutet, bei dem Roten müssen alle Produktionsschritte aus der Region kommen, womit das überschrieben ist. Also hier, der kommt, glaube ich, aus Italien. Ne? Wahrscheinlich auch noch aus einer spezifischen Region, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Und alle Produktionsschritte, also die Milch kommt daher, die Verarbeitung zu dem Käse und dann auch die Verpackung, also das Abpacken.
kommt alles aus der Region. Aus Italien oder genau, aus der Region? Aus der Region in Italien, also okay, in Italien, genau. Okay. Und bei der Olivenöl oder jetzt bei dem Blauen ist es so, dass nur ein Produktionsschritt aus der Region kommt, was auf der Flasche steht. Das heißt, die Flasche kann aus der Region kommen? Nee, es kann sein, dass die, da sind ja Oliven, also ich tippe in dem Fall, dass die Oliven nicht alle aus einer Region kommen, sondern aus verschiedenen Regionen und dass aber dann der Herstellungsprozess, also die, aus den Oliven, das Olivenöl herzustellen, auch in der Region stattgefunden hat und dann auch das in die Flaschen abgepackt wurde und dann nach Deutschland transportiert wurde. Also es gibt von der EU in dem Bereich genau zwei wichtige Siegel. Genau. Das eine besagt mir, dass wenigstens, also das nicht so hochwertige Siegel, das war das Gelb, nee, dieses das hier, das Blau-Gelbe, das besagt mir, dass ein Produktionsschritt aus der Region kommt. Und das Hochwertige, das Gelbe, ich sehe es jetzt nicht, da muss tatsächlich alles daherkommen. Genau, das sieht man häufig bei Parmesan. Ich habe es auch bei Feta schon sehr häufig gesehen. Auch bei Olivenöl gibt es auch Olivenöl, wo wirklich alle Schritte dann in der Region stattgefunden haben. In Deutschland gibt es auch Produkte, Schwarzwälder Schinken zum Beispiel. Aber da ist es wirklich häufig so, dass leider nicht das komplette Fleisch nur aus dem Schwarzwald kommt. Er wird dann häufig, das Fleisch wird angekauft und dann im Schwarzwald verarbeitet, aber meistens kommt nicht das komplette Fleisch aus dem Schwarzwald. Und Schweinefleisch soll man auch nicht mehr so sehr viel essen. Hier haben wir noch eine dritte Flasche, das ist Leinöl. Genau. Was ist das Besondere hier dran? Ich habe sie einfach nochmal mitgebracht, weil man hier auch nochmal sieht, hier ist das Bio-Siegel wieder drauf, ne? Das ist also ein Bio-Leinöl. Und hier sieht man auch wieder, dass ja viele Hersteller eigene Embleme haben. Das ist jetzt von Alnatura Bio7-Initiative. Ne, das macht es halt, glaube ich, für den Verbraucher halt oft schwierig, weil erstmal die Discounter oder die Lebensmittel, der Einzelhandel hat sozusagen Siegel und dann haben halt auch nochmal wieder Hersteller eigene Initiativen oder Siegel und dadurch kommt der Verbraucher immer mehr durch. Also muss ich tatsächlich jedes Produkt also richtig vornehmen, es richtig studieren, um rauszubekommen, wo es herkommt und welchen Wert das einzelne Siegel hat. Müsste in diesem Bereich die Politik, müsste sie das nicht vereinfachen? Ja, ich denke generell, also mich überfordern auch überhaupt diese ganzen Produkte, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mal ein halbes Jahr in Neuseeland gelebt und da gab es halt einen Frischkäse, eine normale Sorte und einen mit Kräutern und das war's. Und wenn ich hier in die größeren Lebensmittelgeschäft gehe, dann habe ich da 20 oder 30 Produkte und das finde ich schon manchmal überfordernd, dann irgendwie diese ganzen verschiedenen Produkte. Und dann geht es ja los, ja, dann habe ich eine fettarme Milch, eine Vollmilch und dann diese verschiedenen Produkte auch noch. Mhm. Also ich glaube, das überfordert ja schon den Konsumenten. Mhm. Wissen Sie, ob die Politik in dem Bereich handeln will? Oder? Ich weiß, dass aktuell ja das Thema die Lebensmittelampel sehr fokussiert wird. Also da geht es ja darum, sozusagen den Gesundheitswert oder die Lebensmittelzusammensetzung dem Verbraucher etwas näher zu bringen. Ich habe hier auch mal zwei Produkte mitgebracht. Okay. Einmal Mandeln und einmal Paranüsse. Und da sieht man auch, also die Lebensmittelampel ist halt das mit den Buchstaben hier. Sie halten mal das in die Kamera, damit ich auch ein bisschen was sehe. Ja, gut. Genau, und A steht natürlich für gut oder sieht man ja auch schon durch die Signalfarben grün und E dann halt eher für weniger gut. Das ist aber noch nicht verpflichtend für alle Hersteller. Das ist sozusagen eine freiwillige Angabe. Was haben Sie dort für ein Produkt? Was sind das? Das sind Mandeln. Mandeln haben A. Die Paranusskerne haben nur C. Genau, da hätte ich tatsächlich gedacht, dass die, weil es ja auch Nüsse sind, so ein bisschen höher. Genau, also kommen. Das macht es halt schon wieder schwierig, glaube ich. Dass, also auch viele Verbände, die jetzt, sag ich mal, sich mit Ernährung sehr stark beschäftigen, kritisieren das auch, dass der Nutri-Score halt auch nicht alles abdeckt und vielleicht den Konsumenten noch verunsicherter zurücklässt. Aber die Farben signalisieren natürlich jetzt, ich kaufe jetzt die Mandeln. So, ne? Grün ist gut, also muss das gekauft werden. Wenn ich jetzt mit so einer Lebensmittelampel eine Packung Schweinefleisch in der Hand hätte, gibt's das dann, soll es das dort auch geben? Soll es auch, aber also, da es noch nicht verpflichtend ist, habe ich das auf noch keiner Packung gesehen. Aber das hieße ja aber dann, wenn ich eine Packung, ein Kilogramm Schweinefleisch habe und es ist
Bio und weiß ich wie alles hergestellt, dass selbst das Schweinefleisch in die Kategorie A kommen könnte? Na da, also für dieses, den Nutri-Score spielen ja die Inhaltsstoffe eine Rolle. Da muss okay. geguckt werden, wie viel Fett ist da drin, wie viel Kalorien, wie viel Salz. Das spielt für die Berechnung sozusagen. Also nur für diese, das gibt es nur für verarbeitete Produkte? Das ist ja auch kein verarbeitetes Produkt. Also es gibt es auch für Rohstoffe. Also würde es das auch für Schweinefleisch genau, geben? Genau, dann? Genau. Aber ob jetzt, ich glaube nicht, dass Schweinefleisch ein A bekommen würde. Ja gut, aber wenn ich jetzt einmal vergleiche, nehmen wir mal an, das Schweinefleisch schafft es auch bis C, ja. dieses Produkt aber auch. Ja. Würde ich doch aber trotzdem sagen, dass dieses Produkt... Dann würden Sie eher das Schweinefleisch kaufen als die Paranüsse. Ja, aber hundertprozentig. Von der Logik her. Genau. Ja, also man soll ja, dass der Nutri-Score ist so ein bisschen so angelegt, dass man halt nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern aus der gleichen Lebensmittelgruppe dann vergleicht, also Nüsse mit verschiedenen Nüsse oder halt Joghurt, verschiedene Joghurt zueinander vergleicht. In dem Moment, wo ich diese Ampel hier habe, fallen dann alle anderen Siegel weg, die Europasiegel, oder sind die dann trotzdem noch drauf? Das ist ja was ganz anderes. Das ist was anderes, gut. Das ist ja sozusagen jetzt ein Gesundheitslabel, sage ich jetzt mal. Ja. Und das Bio-Label ist ja eher, da geht es um ökologischen Landbau sozusagen, um die Anbaubedingungen und Haltungsbedingungen. Okay, wir haben ein Thema jetzt noch gar nicht umrissen, und zwar, das war das dritte Adjektiv, Fairhandel. Ja, genau. Da haben Sie uns diese Schokolade leider schon aufgegessen, einmal mitgebracht. Es war heute so warm, da konnte ich das nicht. Ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Genau, und zwar bei Fair, oder da gibt es das große Label, ist ja Fair Trade, und da geht es eher darum, dass man die... die sozialen Bedingungen in den Ländern, wo die Produkte hergestellt werden, verbessern möchte. Und das sind häufig Lebensmittel, sowas wie Schokolade, Kaffee, Bananen, also wo wirklich die Herstellungsbedingungen häufig in den Industrieländern doch noch anders sind als hier bei uns, in den Entwicklungsländern. Mhm, genau. Aber diese Tafel haben Sie dann aber auch bei einem Discounter für gar nicht so sehr viel Geld gekauft, ja? Genau, fragt man sich sozusagen, wie das möglich ist. Schokolade kostet bei uns ja auch nicht wahnsinnig viel. Also, gut, aber wir sind aber 85% Kakao. Das ist schon... Das stimmt, genau. Also wenn man sich Schokolade mal anschaut, dann findet man das auch auf vielen mittlerweile bei uns. Ist das auch staatlich geschützt, dieses Siegel? Nee, Fairtrade ist auch ein Unternehmen oder ein Verband, ist kein staatliches Siegel. Stelle ich also fest, dass also die Staaten, also ich sag mal, oder die EU, muss ich ja sagen, dass sie eigentlich auf diesem Gebiet sehr wenig macht. Es sind ja mehr Verbände. Genau. Und damit eigentlich Privatorganisationen, die sich dort mit genau. beschäftigen. Oder halt auch der Einzelhandel selber auch. Ja. Weil er ja auch sieht, finde ich, in den letzten Jahren, dass auch die Verbraucher schon das Thema mehr annehmen und sich mehr damit beschäftigen, wo kommen meine Lebensmittel her und wie wurden sie hergestellt. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal in den persönlichen Bereich ein wenig ein. Wie kaufen Sie ein? Also ist es tatsächlich so, dass Sie mit dem Korb, also gehen Sie in Discounter einkaufen? Ja, ja. Und schieben Sie dann mit dem Korb richtig bewusst durch und schauen sich die Produkte, gut, viele kennen Sie ja, aber schauen sich das dann ganz bewusst an? Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kaufe viel immer die gleichen Sachen irgendwie. Das heißt, ich schaue dann immer nicht viel irgendwie. Ich gucke manchmal, wenn ich dann irgendwie auch im Internet oder auch bei Sendungen sehe, dass irgendwie wieder ein neues Lebensmittel auf dem Markt ist, irgendwie was nicht so gut abgeschnitten. Zum Beispiel gibt es jetzt immer diese Protein-Joghurts, ich weiß nicht, ob die schon aufgefallen sind. Dann gegessen habe ich sie nicht noch. Genau, ja. Dann gucke ich mir halt an, was da hinten drauf ist, irgendwie, weil mich das dann halt einfach interessiert, wie die Zutatenliste aussieht, irgendwie so. Aber ich kaufe halt viel die gleichen Produkte, ich glaube, ich kaufe viel wenig verarbeitete Produkte und dann schaue ich dann gar nicht mehr so viel aus. Ich habe zwei kleine Kinder, wenn ich dann eine Stunde im Supermarkt jede Verpackung angucken würde, ich glaube, dann würden die nicht mehr mitmachen. Sind, also ich meine, ich habe ja auch Kinder, also meine Kinder, weiß ich nicht, ob sie diese Schokolade essen würden. Kinder greifen ja dann lieber zu Dingen, die sehr, sehr süß sind, und wir wollen ja keine Produktwerbung jetzt machen, aber es sind dann immer so große Gläser mit das Essen. Das wird bei Ihnen zu Hause aber auch gegessen, ja?
Leider, ja. Und da kann man nichts machen oder versuchen Sie Ihre Kinder dann eben auch anzuhalten? Das ist ein sehr sensibles Thema, finde ich immer. Das ist auch eine sehr große Diskrepanz zwischen unserer Generation und der älteren Generation. Für Omas ist ja Süßigkeiten, Schokolade noch was Besonderes. Mhm. Aber in unserer Generation ist ja immer, man ist ja überall gegenwärtig. Man geht mit den Kindern in die Apotheke und kauft was und man bekommt eine Packung Süßigkeiten geschenkt oder Schokolade. Und da kann man sich fast gar nicht gegen wehren. Irgendwie. Also Kinder, finde ich, können fast gar nicht ohne Süßigkeiten groß werden. Wie ist das Bewusstsein? Also wenn ich jetzt so mal an meine, das Bewusstsein mit Lebensmitteln umzugehen. Also wenn ich jetzt mal, ich bin 1965 geboren, 20 Jahre nach dem Krieg. Meine Eltern haben natürlich noch also wirklich brutalsten Hunger erlebt und selbst Flüchtlingskinder. Und bei uns war es natürlich dann in den 70ern, erinnere ich mich so, es wurde sehr gehaltvoll gegessen. Es wurde auch darauf geachtet, dass man aufisst. Mhm. Also ne, dieses Stückchen Fleisch, das können wir doch nicht wegwerfen und so weiter und so fort. Und das hat sich natürlich bei mir so mit meinen Kindern durchgeschoben. Ne? Also die natürlich dann, und ich kann es persönlich aber auch nicht abbauen. Wie sehen Sie das? Hat die neuere Generation schon ein anderes Gefühl für Lebensmittel entwickelt? Also ich glaube schon. Ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen irgendwie so, aber es ist ja auch nicht, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen mit Süßigkeiten war. Es war wahrscheinlich auch was Besonderes, wenn Süßigkeiten auf den Tisch kamen. Natürlich. Und das kann heutzutage fast gar nichts Besonderes mehr sein, weil es immer und überall zur Verfügung steht und quasi wie so ein Grundnahrungsmittel überall angeboten wird. Ich habe den Eindruck, dass die Werbung, also gerade in den Medien, da auch keine gute Rolle spielt. Also weil bei meinen Kindern muss das schon ausprobiert werden, was dann in der Werbung an Süßigkeiten ist. Es ist sehr, sehr schwer, sie dann natürlich auch davon wegzubringen, wenn sie erstmal dabei sind. Und die Produktfülle hat natürlich auch zugenommen. Das ist wieder das. Früher gab es ja nur eine Tafel Schokolade, ich weiß nicht, Gummibärchen wahrscheinlich auch schon. Und dann gab es ja nicht mehr viel. Und heutzutage gibt es ja so viele verschiedene Sachen, dass man da sich wahrscheinlich gerne ausprobieren möchte. Jetzt müssen wir nochmal also in den privaten Bereich rein. Ne? Sie sehen ja deutlich, dass ich einige Kilogramm zu viel habe. Wie sieht das bei Ihnen aus? Also Sie essen schon Fleisch. Ja, genau. Aber Sie achten beim Fleisch dann schon, wo es herkommt? Oder wie gehen Sie damit um, mit dieser Problematik? Na, wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, dass es ja gerade hier oft schwierig ist, finde ich, gute Fleischquellen zu bekommen in Mecklenburg-Vorpommern. Sicherlich gibt es Standorte, wo man auch Fleisch bekommt, wo man weiß, wo es herkommt. Das ist ja immer für mich die Frage, wo kommt es her? Weiß ich das, wenn ich da die Verkäuferin frage, weiß sie das? Das finde ich halt das Schwierige. Ich bin bereit, mehr Geld auszugeben, aber ich möchte dafür auch wissen, wo es herkommt. Und dann für mich die Entscheidung, wie wurde es gehalten halt auch. Und das sind ja Informationen, die ich zurzeit noch schwer bekomme als Verbraucher. Aber Sie achten schon selbst darauf, dass Sie, wenn Sie dann Fleisch einkaufen, dass das schon irgendwo nachvollziehbar ist? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich gehe häufig auch im Rewe einkaufen, da gibt es jetzt auch ein Siegel oder ein Emblem drauf, da stehen die Haltungsbedingungen drauf, da steht von 1 bis 4. 1 ist Stallhaltung und ich glaube 2 ist Freilandhaltung und dann geht es bis 4 ist irgendwie Premiumstufe. Mhm. Wenn ich da einkaufen gehe, da finde ich die 4 gar nicht. Da gibt es vielleicht ein Hackfleisch, kriege ich ein 4, weil da die Produktpalette ein bisschen größer ist. Da kriege ich ein Bio-Hackfleisch, ich kriege auch einen Rinderhack oder einen Schweinehack, also verschiedene. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Schnitzel, in Produktqualität 4 kriege ich nicht abgepackt, also kriege ich nicht. Wenn ich in Real gehe, müsste ich fragen, weiß ich nicht, ob die wissen, also klar, es wird ja immer gesagt, sie können dann irgendwo nachgucken und dann steht das irgendwie, aber wie die Tiere gehalten wurden, was sie bekommen haben, glaube ich, wissen auch nicht die Verkäuferin. Okay, da haben wir also dann ganz offensichtlich noch Nachholbedarf. Das hängt aber auch möglicherweise damit zusammen, dass die vielen kleinen privaten Fleischer oder Schlachtereien, dass es die gar nicht mehr gibt. Ne? Und das wird wahrscheinlich dann in jeder Lebensmittelproduktpalette so sein, ne? Dass eben natürlich die Ketten ihren Vorteil haben, weil man hat alles, der Konsument hat sofort alles, aber dass eben die Nachvollziehbarkeit. Ne? Sie haben ja das schon angedeutet, machen die Ketten, also die großen Einkaufsketten, sind sich dieser Problematik bewusst, dass die Menschen heute gesünder essen wollen? Also ich finde schon, dass sie
also dass sie das mit aufnehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, das, was man hier oft bekommt, also mir ist das mal aufgefallen, wenn ich hier in einen Aldi gehe oder wenn ich auf Rügen in einen Aldi gehe, ist der ganz anders bestückt, als wenn ich irgendwie in Hamburg in einen Aldi gehe. Ne? Mhm. Also es ist ja auch mal, ich glaube, die passen sich ja auch je nach Region an, was sie für Produkte anbieten. Mhm. Und da ist natürlich immer noch die Nachfrage das wahrscheinlich, was sie am meisten interessiert. Mhm. Aber man sieht schon, dass die Produkte ja, in die Richtung gehen. Auch diese Netze, die es jetzt immer gibt, statt der Tüten zum Beispiel, gut, ist, ja, ist vielleicht nicht, geht nicht in die Gesundheitsrichtung, aber halt auch in die ökologische Richtung sozusagen. Ja, gibt ja den einen oder anderen, der hat noch sein DDR-Einkaufsnetz. Ne? Das ist ja durchaus genau. Sehr ökologisch gewesen damals. Kennen Sie diese großen Netze, die doch Dederon oder was war das, eine Nylonnetze oder irgendwie sowas, ne? Gut, okay, jetzt zu dem, das hatten wir auch im Vorfeld verabredet, wie soll ein gesunder Tag essenstechnisch aussehen? Was soll man, wie soll ein gesundes Frühstück aussehen? Genau. Wann isst man am besten Frühstück? Das ist schwierig, so wie, also ich glaube, Ernährung sollte nicht so sein, dass man den Menschen alles vorschreibt, sozusagen. Das muss in das so reinpassen, so wie die Menschen ihr Leben so gestalten. Von daher gibt es, glaube ich, keinen perfekten Zeitpunkt. Was man am besten essen sollte, ist auch immer natürlich von dem abhängig, was jeder so mag. Ich mag gerne Haferflocken zum Frühstück essen. Ich sehe schon in Ihrem Gesicht, klingt das war nicht so spannend. Naja, doch, kann man ja mal probieren. Ich mag es gerne, also man kann es ja, sind sehr vielseitig, Haferflocken. Also man kann sie im Joghurt oder im Quark essen oder halt, ich koche sie gerne mit Milch auf als Haferbrei. Ist vielleicht, weiß nicht, ob das auch aus Ihrer Generation früher gegessen wurde. Klingt irgendwie so ein bisschen nach Kriegsessen, aber gut, so weiß ich nicht. Nein. Man kann es noch aufpeppen mit also Nüssen. Ich esse sehr gerne Nüsse dazu. Okay. Oder ich mache mir auch die dunkle Schokolade oben drauf und dann halt einen Apfel dazu. Und dann habe ich alle wichtigen Sachen oder viele wichtigen Sachen, die ich so brauche für einen Tag, dann schon mit Frühstück. Ja, aber Frau Mirsch, aber es schmeckt Ihnen auch. Es schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut, ja. Ja? Und also in Ihrer Familie wird das dann aber auch gegessen? Ja, das essen sogar meine Kinder, okay. Wo ich manchmal mir wünschen würde, dass sie sonst mehr auch ja. Gesünder, aber das essen wir alle zum Frühstück. Gut, also damit beginnt der Tag. Genau. Kaffee ein Problem? Nö, Kaffee hat sich ja sozusagen rehabilitiert. Rehabilitiert, ja? Genau. Okay. Und ich trinke aber Grüntee zum Frühstück. Ja, das klingt da sehr gesund. Ja, das sind. Wie geht es denn am Tag weiter? Wann sollte man, wie viele Mahlzeiten sollte man überhaupt zu sich nehmen? Genau, also generell wird so, werden 3 Mahlzeiten empfohlen. Bei den Kindern kann es auch nochmal eine 4. oder 5. Mahlzeit sein, weil sie halt auch einfach noch wachsen und ein bisschen kontinuierlicher Energie brauchen. Und dann kann es ruhig, man soll nicht zu schnell wieder essen, also so 4 bis 5 Stunden Pause sind schon sinnvoll, damit halt einfach auch der Stoffwechsel die erste Mahlzeit verdaut hat sozusagen und dann sozusagen kann es fürs nächste Mal. Also wenn ich um 8 Uhr frühstücke, also 8 plus 4. Vor 12 nicht. Vor 12 nicht, am besten 13 Uhr. Ja, genau. Mhm. Okay, was zum Mittag? Da kann, es ist ja auch, wenn jemand arbeitet, der wird sich wahrscheinlich was Kaltes mitnehmen, irgendwie ein Vollkornbrot vielleicht. Also man muss nicht immer warm essen. Nein, nein, nein. Es ist natürlich schöner, wenn man auch die größte Mahlzeit dann isst, wenn man noch viel vom Tag hat. Weil man ja die Kalorien, die man dann aufnimmt, ja noch verbraucht. Und nicht. Na gut, aber viele werden müde dann, ne, wenn sie ein bisschen mehr essen. Ja, wenn sie sehr gehaltvoll essen, also wenn und vielleicht auch zu viel. Ich glaube, oft ist auch das Problem die Portionsgrößen, dass sie halt häufig zu groß gewählt werden. Und dann ist man natürlich, ist das Verdauungssystem natürlich sehr stark gefordert und dann auch die nächsten 1, 2, 3 Stunden damit beschäftigt. Aha. Dann haben wir also 13 Uhr Mittag. Ja. Und was sollte es dann zum Abendbrot geben? Ja, je nachdem, wenn man vorher warm gegessen hat, dann würde ich eher auch was Kaltes empfehlen. Wenn man vorher nur, dann isst man natürlich auch was Warmes. Dann, ne? Also abends sagt man häufig, verdauungsfreundlicher ist es, wenn man kein Rohkost isst oder auch leicht bekömmliche Sachen, Suppen zum Beispiel auch. Mhm. Gibt es da eine Zeit, bis wann man gegessen haben sollte?
ist ja auch je nachdem, wie jeder seinen Tagesablauf hat. Wenn ich morgens schon um 6 anfange und dann schon um 10 ins Bett gehe oder um 9:30, dann sollte ich nicht so spät essen. Dann ist 18 Uhr schon eine gute Zeit. Wenn ich aber natürlich bis 0 Uhr wach bin, dann kann man auch noch 19 Uhr essen. Oder, ja. Also das Abendbrotessen und der Abstand zum Schlafen, ja, der sollte schon noch wieder... Also man sollte nicht um 22 Uhr essen und 22:30 Uhr ins Bett gehen. Das schläft sich auch nicht gut. Ne? Der fette Körper ist halt auch immer noch mit dem Verdauen beschäftigt. Und gerade Menschen zum Beispiel, die Probleme haben mit der Verdauung oder auch Sodbrennen zum Beispiel, denen wird generell empfohlen, mindestens 4 Stunden vorm Schlafen. Das letzte Mal. Nun haben wir aber, wir haben ja vorher auch ganz kurz darüber gesprochen, über die Regionen, wo die ältesten Menschen leben. Ne? Sie hatten ein wenig im Vorgespräch ein bisschen darüber berichtet, dass sich das dreht. Aber ich habe gerade jetzt, nehmen wir mal die Italiener. Ja. Ne? Da ist es ja irgendwie so ein bisschen umgekehrt. Also die fangen morgens an, also eher wenig zu essen, und dann sitzt man ja tatsächlich abends dann ein bisschen länger, auch familiär, und isst dann sehr, sehr lange. Also scheinbar sind das dann auch eben Dinge der Gewohnheit oder... Genau. Da gibt es eben auch keine festen Regeln. Nee, man kann ja jetzt nicht sagen, irgendwie nur, ich sage ja, der goldene Mittelweg gibt es ja nirgendwo. Oder ich sage auch immer, Ernährung ist ja nicht immer 100%. Und auch diese Studien mit diesen ältesten Menschen in den verschiedensten Regionen haben gezeigt, dass die sich auch unterschiedlich ernähren. Also die mediterrane Ernährung ist zum Beispiel sehr fettreich oder relativ fettreich. Und die Japaner, die alt werden oder die Region, die sehr alt wird, die ernährt sich sehr kohlenhydratreich zum Beispiel. Also man kann jetzt nicht sagen, man wird nur alt oder man bleibt nur gesund, wenn man wirklich nur sich nach diesem Schema richtet. Ne? Also spielen natürlich auch seelische und psychische Sachen eine Rolle. Genau, das hat man zum Beispiel auch herausgefunden, dass diese soziale Komponente, also dass man Rückhalt hat oder Familie hat, dass die auf das Altwerden auch einen großen Einfluss hat. Liebe Frau Miersch, sehr interessant, aber eine letzte Frage habe ich noch, und zwar für ein Lebensmittelprodukt, da habe ich tatsächlich auch ein wenig Ahnung, nämlich das Bier. Okay. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ja. Das ist also regional. Ja, es gibt Biere, die haben, also beispielsweise Hasseröder Pilz, hat gar keinen Zucker. Wie gesund ist Bier? Ich bin auch gerade bei Ihrer Frage regional. Ist Bier wirklich regional? Der Hopfen muss ja nicht unbedingt auch nur aus Deutschland kommen, oder? Okay, gut. Also ist die Frage sozusagen. Also da bin ich gerade im Kopf. Aber das kann ja trotzdem guter Hopfen sein. Kann ja trotzdem Bio-Hopfen sein. Das heißt ja nicht, dass alles, was nicht in unserer Region ist, nicht gut ist, sozusagen. Ist natürlich ökologischer, wenn es nicht weit transportiert wird. Genau, das hat ja damit zu tun. Genau. Also können Sie mir da einen Tipp geben? Also für bestimmte Sorten von Bier, die man vielleicht trinken sollte? Naja, als Ernährungswissenschaftler tut man sich immer ein bisschen schwer, Empfehlungen zu Alkohol auszusprechen. Das versucht man möglichst zu vermeiden oder sagt halt eigentlich kein Alkohol. Aber? Dann gibt es ja diese offiziellen Empfehlungen, wo man sagt, ein Glas Bier am Tag und ein Glas Wein, das wären okay. So redet man sich dann gerne raus. Genau. Also man sollte auf jeden Fall vorsichtig damit umgehen, weil eben Alkohol mit drin ist. Genau. Wenn jetzt kein Alkohol mit drin wäre, also alkoholfreies Bier, also was für mich also kein richtiges Bier ist, ist ja auch kein richtiges Bier, kann man da dann bedenkenloser konsumieren? Auch da sind ja die Empfehlungen so, dass man eigentlich möglichst Getränke ohne Kalorien zu sich nehmen sollte. Okay, gut. Also möglichst Wasser oder Tee oder Kaffee, genau. Gut, vielen Dank. Da habe ich dann auch eine Aufklärung bekommen. So, meine Damen und Herren, ich habe eine Menge erfahren heute. Das war sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Wenn dem so ist, dann bitte Daumen hoch und erzählen Sie weiter von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.